Liebe Geschwister, liebe Freunde, hier kommt ein weiterer Input der Gemeinde Life Unlimited in Neu-Ulm. Mein Name ist Siegfried Sauter und ich werde wie immer mit Freuden gute Nachrichten aus dem Wort Gottes weitergeben. Jesus liebt uns und deswegen hat er uns schon vor über 2000 Jahren gewarnt vor diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben. In Matthäus 24,4 können wir lesen, dass er immer wieder sagt, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Die größte Bedrohung in unserer Zeit ist Irreführung und Versuchung. Und deswegen hat er uns gewarnt. Und später können wir weiterhin lesen in 2. Timotheus 3,1, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Also er hat uns schon informiert, damit wir nicht erschrecken und uns vorbereiten können auf schlimme Zeiten. In 3,2 beschreibt er uns auch, was die Zeichen sind. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch, eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos, unversöhnlich. Sie werden ihre Menschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit. Sie sind leichtsinnig, werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der wahren Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Und der Rat von unserem Herrn? Halte dich vor solchen Menschen fern. Sie wollen immerzu etwas Neues hören und sind doch unfähig, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Jesus hat immer wieder gesagt, schau auf mich, nimm mich als Beispiel. Er lebt so, wie wir jetzt leben sollen. Und zu den Menschen, die das tun, die ihm folgen, die ihn als Beispiel nehmen, sagt er in 2. Timotheus 3,10, wir bekommen schon dort ein Lob. Du bist meiner Lehre gefolgt. Du hast dir mein Verhalten und mein Lebensziel zu eigen gemacht und dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standfestigkeit. Aus diesem Vers können wir entnehmen, wie werden wir standfest in diesen turbulenten und schlechten Zeiten. Wir müssen wachsen in Glaube, Geduld und Liebe. Und was können wir sonst noch tun? Wir können beten und all die Verheißungen, die Gott für uns gegeben hat. Wir beten dafür, dass wir und unsere Geschwister wachsen in Glaube, Vertrauen und Geduld und dann werden sie standfest. Und wir beten dafür, dass die Geschwister und deren Familien und unsere Gemeinden standfest werden. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Und dass wir uns nicht verführen lassen und nicht irreführen lassen. Weiterhin können wir beten in 2. Thessaloniker 3,2. Betet darum, dass Gott uns vor den niederträchtigen und bösartigen Menschen bewahrt. Guter Tipp. Und bekenne, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Das Wort Gottes ist lebendig und wenn wir das aussprechen und sagen, Herr, danke, dass du treu bist, das wird uns stärken und wird uns vor dem Bösen beschützen. Und noch eins, liebe Geschwister, können wir lesen in 2. Thessaloniker 3,1. Betet für uns, dass die Botschaft des Herrn sich schnell ausbreitet und in ihrer Herrlichkeit offenbar wird, wie es bei euch auch geschehen ist. Also dem Herrn liegt es daran, dass seine gute Nachricht, seine beste Nachricht sich schnell ausbreitet. Warum? Die Antwort finden wir in Matthäus 24,14. Wenn alle Menschen das Evangelium gehört haben, dann kommt er wieder. Und was macht er? Er holt uns raus aus dieser schlimmen Zeit. Das ist doch was wert. Und das ist die gute Nachricht. Und dann geht's erst richtig los.
weil das Leben mehr ist, mit Jesus in alle Ewigkeit. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder die guten Nachrichten hört aus der Christengemeinde Life Unlimited. In Jesu Namen. Amen.